gebe aber wieder zu uns ins Underground-Studio im Erlacherhof, ins Kellerstudio zum Ferdinand Vogler. Museumsbesuch für Couch Potatoes. Also ich muss nicht mehr aufstehen, für dass ich in ein Museum kann, Kunst anschauen kann. So steht es für mich drauf. Ist das das nächste Thema, Ferdinand? Verstehe ich das richtig? Wir werden schauen, was für Erfahrungen im Lockdown gemacht wurden. Und nicht nur schlechte Sachen, sondern auch, was Neues daraus erwachsen kann. Dann bin ich gespannt, was da alles Neues daraus erwachsen kann, Ferdinand. Und übergebe dir. Wir sehen uns später wieder. Merci vielmals, meine Damen und Herren, für das Zuschauen. Bis nachher. Danke, Markus. Wir sind wieder im Kellerstudio. Und mit mir heute habe ich zwei Gäste, die Museen leiten der Stadt Bern, die, denke ich mal, jeder aufzählen könnte, der einmal in der Stadt war. Genauer gesagt geht es darum, dass, als wir das Programm erstellt haben, eigentlich wollten wir über Erfahrungen aus dem Lockdown berichten. Jetzt befinden wir uns wieder in einem Lockdown und diese Erfahrung nehmen wir vielleicht auch gleich rein. Was passiert ist, dass unsere Bevölkerung auf einmal als Angebot digitale Ausstellungen hatte. Doch wie ist eigentlich die Akzeptanz von den Leuten für virtuelle Führungen und Livestreams, wo ein Museum doch sehr vom Vorortsein und vom Anfassen und Schauen lebt? Wir berichten über Lockdown-Erfahrungen, einerseits vom Museum für Kommunikation, als auch vom Kunstmuseum Bern und dem Zentrum Paul Klee. Ich habe bei mir Christian Rohner zu meiner Linken, welcher als Leiter der Ausstellung und vom digitalen Museum im Museum für Kommunikation dient. Ihm ist wichtig, dass die Kommunikation und Ausstellung erlebbar sind, also auch für Lesefaule und auch für ein jüngeres Publikum, die ja vielleicht immer mehr wegbleiben. Die Zauberworte, die du so in den Raum wirfst, sind Interaktion, Partizipation bzw. eine Kultur der Teilhabe. Das Ganze zahlt sich auch aus. Man sieht, dass 2019 dafür auch der Europäische Museumspreis rausgesprungen ist. Als weiterer Gast habe ich Thomas Sorapera, welcher seit Herbst 2016 kaufmännischer Direktor vom Kunstmuseum Bern bzw. Zentrum Paul Klee ist und dort unter anderem verantwortlich für die digitale Kommunikation ist, die jetzt gefragt ist wie nie zuvor. Nachdem er Politik- und Medienwissenschaften studiert hat, hat er die Kommunikations- und Marketingabteilung der Kunsthalle Wien geleitet. Davor gab es Stationen in Feldkirch, unter anderem für das Stadtmarketing und das Feldkirch-Festival und das Kunstmuseum Liechtenstein. Dort warst du auch kaufmännischer Leiter. Jetzt Kunstmuseum Bern, Zentrum Paul Klee. Wir werden zwei Input-Referate haben, wo wir kurz die Erfahrungen aus dem aktuellen und aus dem neuen Lockdown anschauen. Und danach gehen wir nochmal in die Diskussion, warum auch nicht alles schlecht ist, obwohl gerade viel zum Jammern da wäre, aber man kann auch Positives sehen. Steigen wir direkt ein mit dir, Christian Rohner. Deine Präsentation ist parat. Was hat sich für die Couch Potatoes ergeben aus dem Corona-Lockdown? Okay, danke vielmals. Also, mein provokanter Titel war Museumsbesuch für Couch Potatoes dank Corona. Wir haben das im letzten Lockdown mit Live-Führungen eigentlich praktiziert. Wir haben eine Live-Führung gemacht. Das ist die Webseite, die wir letztes Mal bei uns im Museum hatten. Das Museum ist bis auf Weiteres geschlossen. Das hatte ich nie erlebt. Viele von uns haben das noch nie erlebt, dass man sowas auf die Webseite schreiben muss in normalen Zeiten, wo das Museum eigentlich offen wäre. Ja, wir haben uns überlegt, wie können wir das Museum trotzdem zu unseren Besucherinnen bringen. Und uns ist relativ schnell eigentlich die Idee gekommen, weil wir hatten im Rahmen der digitalen Strategie auch schon beschlossen, wir wollen etwas Ähnliches machen, Live-Führungen anzubieten. Das haben wir dann relativ, glaube ich, in 3 Tagen auf die Beine gestellt und wir haben einen ersten Livestream über Mittag unseren Zuschauern und Zuschauerinnen eigentlich jetzt nach Hause geliefert.
So sieht das aus. Wir haben Kommunikatoren und Kommunikatoren bei uns im Museum. Das ist Personal, das eh immer live im Museum ist, auch wenn die Besucher da sind. Die haben gearbeitet, die haben drei Leute mit Tablets, mit Telefon, mit Internetsoftware, ein Livestream auf Facebook und später dann auch auf YouTube gestreamt. Immer über Mittag, eine Viertel bis eine halbe Stunde. Und wir haben einen kleinen Ausschnitt. Das ist die Kommunikatorin, die das erste Mal gemacht hat, rund am 6. Mai, hier steht es auch genau, auf Facebook. Und ihr seht auch rechts schon, wir haben versucht, mit unserem Publikum zu interagieren. Wir haben sie Sachen gefragt, wir haben ihre Kommentare auch gepostet und interagiert. Kann ich die Regie schnell bitten, diesen kurzen Ausschnitt zu zeigen? Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid beim heutigen Livestream. Und ihr seht schon, heute geht es um das Thema Musik. Wir haben eine ganz spezielle Jukebox heute im Museum. Und darum seht ihr unten auch schon ein Abstimmungstool. Und ihr könnt jetzt eigentlich als allererstes den ersten Song wählen, der auf dieser Jukebox gespielt werden soll. Und ich weiss nicht, wir sind hier im Memoir, ihr kennt es wahrscheinlich schon so ein bisschen, vor Umgebung. Und ich habe so eine Erinnerung an die Jukebox, die immer so leuchtend im Ecken gestanden, irgendwie so glitzerig, glänzig. Und dort irgendwie dorthin gehen, den Kasten und einen Song auswählen. Weißt du, es nicht so, dass ich kennt und dann war es völlig random, was ist gelaufen. Und so wie es heute hier auch offen ist, ihr wählt einen Song und wir erzählen euch eine Geschichte. Also wir gehen anhand von diesen Songs gehen wir heute durch das Museum. Und ich hoffe, ihr seid da schon wie wild bei der Jukebox gegangen und da anfangen Songs wählen. Ich weiss nicht, haben wir da schon einen ersten Song, der gewählt worden ist? Dann könnt ihr gerne mal... Ich bin gespannt. Halleluja! Oh, Halleluja! Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich über zu unserer wunderschönen Jukebox. Hallo! Ich freue mich mega. Ist Danina, ihr kennt es vielleicht vom Kaffee, ist Danina heute hier im Museum, weil sie ist nicht nur im Kaffee ihren Job, sondern sie ist sonst eine professionelle Musical-Darstellerin und Sängerin. Und hat heute gefunden, sie kann ja den Livestream von Jukebox machen. Ja, Anina, erster Song. Halleluja. Sehr gut. Merci. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing, hallelujah, 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 hallelujah. Okay, die Regie hat das ganze Video abgespielt, das ist sehr nett. Ich habe ein bisschen geplant, genau. Das ist jetzt einer der ersten Livestreams gewesen. Ihr seht, es waren Leute beteiligt, die auch vom Café waren. Es waren auch nicht nur Leute vom Kommunikatorenteam. Wir haben das an abwechslungsweise auch Leute, die bei uns im Marketing gearbeitet haben, bei der Ausstellungsmacher, die Sammlung, die waren eigentlich alle beteiligt in diesem Livestream. Man sieht jetzt hier auf diesem Bild auch schön die Abstimmungsfunktion, von der gesprochen wurde. Wir haben die Leute wirklich gefragt, hey, was wollt ihr hören? Man sieht hier auch das Live-Symbol und eine Anzahl Besucher. Das ist jetzt in diesem Fall, glaube ich, 21. Das hat sich dann ein bisschen noch verbessert, da man sieht, wir hatten Lernpotenzial. Genau. Wir geben weiter an Thomas Sorapera, was uns
jetzt einen Einblick gibt in das Kunstmuseum Bern als auch das Zentrum Paul Klee. Genau, Christian hat es gesagt, wir haben die gleichen Erfahrungen gemacht. Die Museen waren plötzlich geschlossen, das war für uns neu. Und plötzlich hat es geheißen, wir müssen alle digital gehen. Das ganze Team muss digital gehen. Wir wollen natürlich auch digital präsent sein. Wir haben natürlich schon Präsenz und Kanäle gehabt von YouTube, Instagram, Twitter und natürlich Homepages. Aber trotzdem war das ein neues Denken. Und wir haben auch probiert, Präsenz zu machen und für unsere Besucher und Besucherinnen da zu sein. Wir haben es weniger partizipativ oder interaktiv gemacht, sondern wir haben probiert, ein neues Format auch zu zeigen. Vielleicht kann man den Film einspielen. In dem Moment, und wenn die Regie das kann, wäre das gut. Wenn nicht, dann sollte ich im Moment kommen. Gut. Da ist er. Und zwar haben wir ein neues Format gemacht, und zwar eine Führung für Kinder durch die Ausstellung El Anazui mit Uli Schmetzer. Ciao zusammen, schön seid ihr da, schön bist du da. Wir sind im Kunstmuseum Bern und wir wollen hier heute zusammen eine Ausstellung von einem ganz besonderen Künstler anschauen. Ich bin Uli Schmetzer, ich mache Musik für Kinder und für Familien. Und weil das so ist, haben mich die Leute vom Kunstmuseum gefragt, ob ich euch durch die Ausstellung führen wollte. Und wisst ihr was? Genau das mache ich jetzt. Also, wir sind in der Ausstellung von El Anazui. Der El Anazui ist in Ghana geboren worden. Ghana, das ist ein Staat in Westafrika. Heute lebt der El Anazui aber nicht mehr dort, sondern in Nigeria. Das ist auch ein afrikanischer Staat, und zwar der, wo am meisten Leute leben. Der El Anazui hat an der Universität Bildhauerei studiert. Bei Bildhauerei denken viele Leute wahrscheinlich zuerst einmal an Statuen, riesige Statuen, zum Beispiel aus Bronze, die auf Plätzen von irgendwelchen Städten stehen. Aber wir werden jetzt ja sehen, dass El Anazui seine Werke ganz anders sind. Das ist das erste Werk, das wir uns zusammen anschauen wollen. Was natürlich als erstes auffällt, es ist riesig. Es geht bis zu der Dille rauf und sieht irgendwie so aus wie ein riesiger Vorhang, der hier hängt. Aber es ist nicht wie ein Vorhang aus Stoff gemacht, sondern aus einem ganz besonderen Material. Schaut dir das mal ein bisschen genauer an. Aus was könnte es sein? Hast du eine Idee? Das Werk besteht aus ganz vielen länglichen, glänzigen Rechtecken. Ja, da hat man gesehen, Uli Schmetzer hat in die Ausstellung El Anazui eingeführt. Zielpublikum waren Kinder, das war für uns auch wichtig, im Lockdown zu sagen, die Eltern haben die Kinder zu Hause gehabt, die Schulen waren geschlossen, wir wollten ein Angebot machen und auch die Kunst und gerade die Kunst von El Anazui Kindern näher bringen. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Wir haben sehr gute Zugriffszahlen gehabt auf die Seite und auf den Film auch. Und interessant war auch, dass das nicht nur Kinder gesehen haben, sondern auch viele, viele Erwachsene haben diesen Film angeschaut, weil die Sprache natürlich und die Filmaufnahmen entsprechend angesprochen haben. Da möchte ich jetzt sozusagen auch kommen zu einer These, was uns antreibt. Und zwar wird immer gesagt, dass es in Museen um Objekte geht, aber wir sind der Meinung, in Museen geht es eigentlich hauptsächlich um Menschen. Und zwar um Menschen, die was erleben wollen, die Geschichten erleben wollen, die ins Museum kommen, Kunst erleben, aber auch über diese Kunst reden wollen. Und ich glaube, das war eine Erfahrung auch, was wir im Lockdown gemacht haben. Menschen wollen einfach über Kunst reden und kommunizieren. Und die Digitalisierung bedeutet auch, dass wir auch hier Geschichten liefern, dass wir hier Stoff liefern für Geschichten, dass man das auch weitererzählen kann. Und das haben wir erlebt mit dem Video über El Anazui, aber wir haben es auch erlebt, Kuratorenführungen, die wir angeboten haben, zu einzelnen Kunstwerken, nur immer kurze Videos, 2 Minuten lang, die man können anschauen, und wir haben da sehr, sehr, sehr viel positive Rückmeldungen bekommen von Besucherinnen und Besuchern, die gesagt haben, zum Glück kann ich zumindest die Ausstellung jetzt noch virtuell anschauen, wenn ich schon nicht real kommen kann. Vielleicht eine zweite These, die ich gerne hier zum Thema der Digitaltage zur Diskussion stellen möchte. Und wir haben auch erlebt, dass Digitalisierung natürlich eine technologische Herausforderung ist, aber es ist vor allem auch eine organisatorische Herausforderung. Das hat auch die Agentur, die uns bei anderen Projekten berät, MACE, immer wieder postuliert, und wir konnten das hautnah erleben.
von einem Tag auf den anderen war der ganze Staff, alle unsere Mitarbeitenden im Homeoffice. Plötzlich haben wir gelernt, digital zusammenzuarbeiten, digitale Meetings zu machen. Wir haben gelernt, man muss nicht immer präsent sein. Man kann auch mit Kuratoren und Kuratoren in New York im Go-To-Meeting arbeiten. Und wir mussten lernen, wie wir mit unseren Besuchern noch mehr mit digitaler Kommunikation in Kontakt treten können. Und ich glaube, das ist ein gutes Learning, das wir gesehen haben. Wir müssen unsere Organisation auch umdenken. Und wir haben beim Lockdown sofort eine neue digitale Unit gebildet, ein neues Team, wo Kuratoren, Kuratorinnen, Kunstvermittlung mit dabei war, Marketing, Kommunikation und natürlich unsere digitale Kommunikationsabteilung. Und die haben gemeinsam Programm entwickelt und Programm gemacht. Und einfach auch der Drive, der in dieser Abteilung war und in diesem interdisziplinären Team war, die Freude, das umzusetzen, das hat uns richtig angespannt und war für uns natürlich auch eine tolle Erfahrung, auch mit der Response. Ich zeige vielleicht nur ein Projekt, was wir losgelöst vom Lockdown gemacht haben, schon davor, aber natürlich nach dem Lockdown war das für uns sehr wichtig. Kann man jetzt auch anschauen, wir sind ja wieder im Lockdown. Wir haben ein Digitorial gemacht zur Ausstellung Mapping Clay. Also man kann hier sozusagen Hintergrundinformationen zur Ausstellung noch bekommen. Das ist sozusagen, man kann hier runterscrollen, sieht verschiedene Themen zur Ausstellung, auch die ganzen Reisen von Paul Klee. Das ist so auf unserer Homepage. Und alle, die jetzt gerne Klee sehen wollen oder seine Reisen sehen wollen, können das online tun. Auch hier haben wir sehr großen Response bekommen und sehr, 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 sehr viel Resonanz. Wir haben zu diesem Digital, war das sozusagen ein Nebenprodukt, was wir hier gemacht haben, und zwar Podcast. Das hat auch die Agentur Maes plötzlich gesagt, das Stoff ist so gut, die Geschichten sind so toll, wir machen noch Podcasts. Das heißt, wir haben plötzlich auch eine Podcast-Serie zu den Reisen von Paul Klee, die man jetzt abrufen kann auf den einschlägigen Plattformen. Also wir haben sehr schnell einen wichtigen digitalen Sprung gemacht, das kann man wirklich sagen. Und wir haben auch ein Community-Building-Projekt im Center Paul Klee, das heißt, das Paul und ich, und Community-Building in der digitalen Welt, oder wenn man sich nicht treffen darf, ist relativ schwierig. Das hat uns vor große Herausforderungen gestellt. Die Projektleitin Eva Gredl und Marie Horst von der digitalen Abteilung haben sofort umgeplant, neu gedacht. Es ist ein Blog entstanden, wo man Geschichten erzählt hat, immer mit dem Abstand, man sieht es auch. Und es hat auch Rundgänge gegeben ums Zentrum Paul Klee, wo wir sozusagen nochmal in das Zentrum und das Werk von Paul Klee eingeführt haben. Auch hier haben wir unser digitales Angebot sehr, sehr schnell umgestellt. Und man sieht es auch hier, es ist ein breiter Mitglieder unserer Mitarbeiter und waren damit involviert und mit großem Engagement mit dabei. Herzlichen Dank für die Inputs aus beiden Welten. Ich glaube, so die eine oder andere Frage ist schon aufgekommen. Besonders, wenn ich jetzt so die beiden Konzepte sehe, wie ihr das gemanagt habt und jetzt vermutlich auch wieder aus der Trickkiste rausholt. Mich würde interessieren, ob die digitalen Inhalte und die Digitalisierung, worüber wir heute auch viel reden, ist das immer nur so eine kleine, so ein kleiner Ersatz, der meinen Besuch in das richtige Museum anbahnt, aber nie etwas vollwertiges eigenes? Also ich finde, es ist wirklich etwas Neues. Es sollte etwas Neues sein für mich. Das Digitale soll nicht einfach eine Kopie des Analogen sein. Mir ist in diesem Lockdown auch etwas aufgefallen, das machte man ja mit den Livestreams. Man hat wirklich eine Führung im Internet gezeigt, die man richtig haben könnte. Und das ist eigentlich gar nicht unsere digitale Strategie. Wir wollen mit dem Digitalen neue Wege gehen. Wir wollen neue Wege eröffnen, neues Publikum erreichen auch. Aber auch das Publikum mit anderen Ideen, mit unseren Geschichten, mit unseren Objekten verknüpfen. Darum auch eine Ambition, die Kultur der Teil, also die Partizipation, die bei uns besonders gewichtet wird. Also für mich ist das definitiv was anderes. Ja. Das kann ich nur unterstreichen, also das Digitale ist eine neue Sprache, die wir sprechen lernen müssen. Also es ist wie eine Fremdsprache vielleicht. Ein paar Wörter können wir ja schon, das haben wir natürlich gelernt. Aber jetzt geht es um viel, viel mehr. Wir müssen diese Sprache lernen. Und das sollte nicht nur eine Abteilung lernen oder nur einzelne Personen im Team, sondern die ganze Institution, alle Mitarbeiter sollen mit digital denken. Ich glaube, das ist eine Kompetenz, die wir brauchen. Wir müssen rausgehen. Das ist nicht eins zu eins, den Ausstellungsraum ins Digitale umzusetzen. Ich glaube, das haben wir auch gesehen, dass diese Konzepte nicht sehr erfolgreich waren, sondern es geht um eine Verschränkung von diesem analogen Raum, dem Ausstellungsraum und dem digitalen Raum. Und das ist das Entscheidende. Und da gibt es wirklich
Wir lernen alle dazu, wir lernen alle eine neue Sprache, das ist eben das Spannende. Wir sind viele, es gibt natürlich den Begriff Digital Natives und Nicht-Digital Natives, aber eigentlich wissen wir viele Phänomene nicht, die erfolgreich sind, wenn man ganz ehrlich ist. Oder plötzlich sind Dinge erfolgreich, wo man vor einem Jahr noch gar nichts gewusst hat. Vielleicht ist in Instagram in 3 Jahren wieder passé, dann kommt wieder was Neues und das hält uns fit, das hält uns frisch und das ist auch sehr, sehr gut so. Und bei allem Digitalen finde ich noch spannend, wie das Analoge wichtig ist. Also das muss man auch sagen, oder? Und das ist nicht nur bei den Museen so. Wenn ein Sonnenblumenfeld in Kanada fotografiert wird auf Instagram und plötzlich kommen am Wochenende 100.000 Leute dahin und wollen genau dieses Sonnenblumenfeld fotografieren, dann zeigt es ja etwas auf, oder? Natürlich kann man digital viel erleben. Das wissen wir auch. Man kann auch die Mona Lisa besser digital anschauen als wie im Real. Aber die Leute wollen auch das Reale. Und da liegt das Spannende drin, hier in Partizipation, das Museum für Kommunikation, Stärkheitsmacht zu organisieren und diese Sprache genauer zu lernen. Mhm. Auch wenn ich es sehr, sehr schätze, mit euch so zu reden, unser Kamera-Setup ist nicht ganz optimal. Vielleicht könnt ihr euch beide nur so um 3 Grad ein bisschen mehr dahin drehen, auch wenn es unnatürlich ist. Aber ich glaube, dann sehen wir so die ganze Palette auch der Mimik. Mich würde noch interessieren, du hattest vorhin in unserem Vorgespräch auch erwähnt, dass zum Beispiel viele Leute aus Japan besonders interessiert sind an Paul Klee. Haben die jetzt mehr Material bekommen oder sind die noch engagierter mit euch verbunden und die nächsten Reisen sind bereits gebucht? Oder? Ja, zurzeit sind wahrscheinlich nicht zu Reisen gebucht, aber was man einfach sieht, Paul Klee hat wirklich eine starke Community in Japan und wir merken es immer, die Zugriffe auf unserer Website, das ist sehr stark auch mit Japan verbunden und wir haben natürlich auch unsere Sammlung online und jetzt gerade das Digital ist wieder ein Angebot für die japanischen Besucherinnen und Besucher, die jetzt nicht kommen können, dass sie Paul Klee erleben können und das bedeutet für uns, wir müssen eigentlich noch viel stärker ins Digitale gehen, weil wir weltweit Fans haben von Paul Klee, die gerne mehr wissen wollen, die starke Community sind. Wir bedienen sie schon mit einer Wissenschaftszeitung, die online ist, die sogenannte Zwitschermaschine, die wir auch publizieren. Aber auch hier ist noch Potenzial nach oben, natürlich. Wir kommen nicht ursprünglich von der digitalen Welt. Und wir sehen aber, wir können weltweit Publikum ansprechen oder interessierte Personen ansprechen. Und wenn sie die Klee online erleben, ist das der erste Schritt. Und ich denke schon, wie vorher gesagt, beim Beispiel mit dem Sonnenblumenfeld, irgendwann wollen Sie Klee original sehen, irgendwann wollen Sie vielleicht auch das Zehnte Paul Klee im Original sehen und kommen dann nach Bern. Ich erinnere mich gern noch von einem Besuch, den ich mal hatte im Museum für Kommunikation von der Rohrpost, die ich versenden konnte. Sicherlich schon viele Monate her, aber solche Installationen oder auch vom ghanaischen Künstler El Anatsui, wenn etwas 5 Meter vor mir aufgebaut ist und 12 Meter lang ist, kann das digital überhaupt funktionieren? Oder ist das nicht der Anwendungszweck, dass man das direkt replizieren möchte? Ich glaube, die Erfahrung ist ein etwas Besonderes, das man im Museum wirklich live erleben kann. Ich glaube, es ist möglich, in gewissen Bereichen das ein bisschen digital nachzubauen, aber ich bin überzeugt, dass eigentlich ein Museumsbesuch oder eine Geschichte von jemandem erzählt, live, einen so Impact haben kann, den man wirklich schwerlich digital nachzeichnen kann. Es ist für mich einfach wichtig, dass man nicht nur Museumsbesuche vielleicht anschaut, sondern wie man zum Beispiel zu seinem digitalen Objekt, zu einem Objekt, so ein Erlebnis, wie man zu etwas kommt, ist auch wichtig. Und da finde ich eben, spielt das Digitale eine wichtige Rolle. Wir haben neue Möglichkeiten, Teams zusammenzubringen, um Installationen, Ausstellungen, sogar ganze Wechselausstellungen höchstwahrscheinlich in Zukunft zusammen zu kreieren über unsere digitalen Mittel. Also wir gehen jetzt schon von Zoom-Meetings aus, das ist für uns fast schon etwas Normales geworden, habe ich das Gefühl, in diesen 3 Monaten Lockdown. Da muss sich jetzt keine Mitarbeiter und Mitarbeiter mehr dafür überzeugen, hey, ihr solltet das vielleicht mal digital machen, anstatt dahin zu reisen. Ich glaube, da haben wir schon viele Schritte gemacht. Aber auch nur schon Rechnungen zu visieren im digitalen Raum, das muss nicht mehr analog geschehen. Sachen zu organisieren von Zeitplänen, da gibt es wirklich tolle digitale Tools und ich möchte wirklich das auch noch in die Runde werfen. Da können wir mit noch viel effizienter werden, um auch reale Sachen
dann einfacher zu zeigen. Aber das reale Erlebnis, bin ich überzeugt, ist sehr wichtig. Ich habe noch vielleicht eine kurze Sache noch jetzt versucht, eine Wechselausstellung, die Sounds of Silence, zu digitalisieren, eine ganze Ausstellung, dass sie auch wieder erlebbar ist. Nach diesen 8 Monaten im Museum ist die dann weg. Aber wir wollten schauen, hey, gibt es Möglichkeiten im Digitalen so ein Erlebnis zu archivieren? Und wir haben das versucht in VR zu machen. Wir haben eine ganze Ausstellung, haben wir versucht in VR nachzubilden. Es ist auch relativ einfach, weil wir hatten ja einen Rundgang mit Ton, der schon eigentlich digital war, haben wir jetzt in VR gebracht. Und ich muss sagen, man kann diese Ausstellung jetzt so wieder erleben im Digitalen. Und das sind Sachen, die ich spannend finde, wo eigentlich das Digitale hingeht. Ist VR auch bei euch eine Chance, um El Anatsuis Vorhang räumlich erlebbar zu machen? Also wir haben es probiert, mit dem Film natürlich zu machen, aber für uns ist es auch so, dass wir AR, eigentlich Augmented Reality, auch irgendwie wollen, also die Verbindung vom analogen und digitalen Raum, da sind wir noch im Kindergarten, wenn man so will, also wir sind da noch ganz am Anfang, wir wollen das gerne kennenlernen und auch mit externen Partnern entwickeln. Wir haben natürlich da noch nicht das Know-how. Also ich denke, da liegt das Spannende dran. VR, es hat ein paar Ausstellungen gegeben, Kunstausstellungen, die man probiert hat, digital zu machen. Auch digitale Kunsthalle gibt es ja schon. Wir haben festgestellt, dass bei der Kunst das nicht auf so große Resonanz stößt und auch limitiert ist. Das ist wahrscheinlich bei einer Ausstellung vom Museum für Kommunikation anders. Aber was wir auch gesehen haben, wir haben ein Projekt gezeigt, das heißt Picasso. Das war Community, die 25.000 Personen, die einen Picasso besitzen, das ist eine Westschweizer Plattform eigentlich, das haben wir im Centre Barclay gezeigt und hier war ein 3D-Scan, hochauflösender 3D-Scan, der ist auch online, da kann man dieses Werk anschauen, in der Vorderseite, auf der Rückseite, man kann jedes Pixel anschauen, jede Beschädigung, jeder Strich, der Farbauftrag und alles und das sind auch noch so Themen, die interessant sind. Wir haben diesen Scan neben dem Original gezeigt und die Leute konnten da reinzoomen. Sie konnten aber auch online einfach auf der Webseite dazukommen. Und das sind so Elemente, wo wir sehr, sehr spannend finden, wo wir sagen, das wäre jetzt für uns interessant, den Leuten Kunstwerke so noch näher zu bringen. Das heißt, Kunst wird ein Stück weit auch vielleicht zugänglicher, erschwinglicher, oder? Also auch, ich muss keine Person mit Millionenbudget sein, um mich als Teil von etwas zu fühlen in dem Sinne. Also bei dem Projekt war es interessant, das war tatsächlich so, weil 25.000 Schweizerinnen und Schweizer vor allem haben hier um 50 Franken ein Picasso gekauft und der gehört ihnen jetzt und sie entscheiden jetzt auch immer, wo der ausgestellt wird. Also es ist so vom Gedanken her ein sehr spannendes Projekt. Eigentlich ist das die Fortführung der Museumsidee, weil ein Museum, Kunstmuseum, hat ja auch die Idee, Kunstwerke allen zur Verfügung zu stellen und für alle zugänglich zu machen. Und hier ist es sozusagen über eine digitale Community gegangen, die Kunstwerke jetzt sozusagen sogar über den Besitz noch näher an die Menschen heranbringt. Das heißt, wenn jemand einen farbigen Punkt an der Wand hat, dann ist das der 20.000. Picasso, der dort im Wohnzimmer genau hängt. Ein Statement von dir noch dazu, möchtest du? Ich finde das ein super spannendes Projekt und das ist eine Art auch Partizipation, muss ich sagen, weil ihr habt jetzt Leute, die euch wirklich unterstützt mit diesem Projekt. Und ich finde, das ist auch ein Schritt zum Museum ohne, sage ich jetzt mal, Mauern, über die Mauern hinaus, ein Museum ohne Schließzeiten vielleicht auch, wo wir, glaube ich, alle Museen ein bisschen daran arbeiten sollten, dass wir wirklich nicht nur unsere Häuser haben, sondern dass es eben auch einen digitalen Raum gibt, so wie es vielleicht fürs Theater mal das Fernsehen gab. Also ich glaube, da haben wir eine tolle Zukunft vor uns und es gibt vieles herauszufinden und ich glaube, es gibt auch viele Projekte, die wir zusammen herausfinden können. Ich denke, das ist auch ein gutes Schlusswort. Wir sind schon am Ende unserer Runde. Ich freue mich darauf, wenn man wieder vor Ort sein kann. Aber ich merke gerade auch in allen anderen Bereichen, egal wo wir uns befinden, Mobilität und alle Themen, die wir heute diskutiert haben, es bewegt sich auch sehr, sehr viel. Und ich glaube, bessere Werbemaßnahmen gibt es auch nicht, wenn man den Fächer mal aufmacht und weltweit denkt und wirklich dort erlebbar macht. Ich glaube, so die Kluft, tatsächlich ins Museum zu gehen, die kann man damit auch noch wecken.